Здравствуйте, дорогие друзья! Моя фамилия Вольфганг Морель. Я немец и выполню сейчас в этих днях 98 лет. Nun, lassen Sie mich ruhig ins Deutsche übergehen. Das Russische ist mir doch nicht mehr so, ja, so geläufig, wie das mal der Fall war. Von den 98 Jahren habe ich 8 Jahre bei euch in Gefangenschaft verbracht. In, ich glaube, 17 Lagern der Sowjetunion. In dieser Zeit entwickelte sich aufgrund der wirklich anständigen Behandlung. Man muss sich vorstellen, das war noch Anfang des Krieges. Die Menschen waren noch nicht so sehr in Hass geübt und sie waren vielmehr neugierig auf mich. Und so hatte ich den Eindruck, die Behandlung dort, und wir alle hatten den Eindruck, die wir zusammen gefangen genommen wurden, den Eindruck, dass wir anständigst behandelt wurden. Wann wurden Sie gefangen genommen? In welchem Jahr? Das war im Jahr 1942, Januar 1942. Ich würde nur sagen, ich wurde gefangen genommen, dass man es mit antextet, dass man es mit Sekte antextet. Ich habe es nicht verstanden. Sagen Sie nochmal, ich wurde gefangen genommen, dass man das in einem Satz hat. Sagen Sie einfach nochmal, ich wurde im Januar 1942 gefangen genommen. Ja, das ist aber noch nicht so weit. Ich wollte vorher noch etwas aus meiner Jugend erzählen und meiner Einstellung zu Russland und so weiter. Das kommt noch. Okay. Ja? Gut. In dieser Zeit, in dieser ersten Gefangenschaftszeit, entwickelte sich ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Zuneigung zu ihren Menschen. Mein Leben ist heute noch zu einem Großteil auf Russland und seine Menschen ausgerichtet. Zu ihrer Feier des Sieges über Hitler-Deutschland hatten sie mich auch eingeladen. Und ich wäre heute unter ihnen, wenn nicht ein heimtückischer Virus ihr und mein Land an den Rand des Abgrundes gebracht hätte. Es war in den letzten Jahren bei ihnen immer Brauch, zu Feiertagen, die mit dem Krieg verbunden waren, auch Zeitzeugen der anderen Seite einzuladen. Und ich bin mehrfach deshalb bei ihnen gewesen, habe meine Freunde besucht und neue gewonnen. Die Russen machten damals, ich muss es so sagen, hat sich ein bisschen verändert, aber sie machten damals so vor 5, 6 Jahren keinen großen Unterschied zwischen Kriegsteilnehmern der eigenen Armee und der deutschen Armee. Eine kleine Anekdote mag es verdeutlichen. Ich bin mit einem Freund, einem alten Kameraden, also ein Veteran, bin ich durch Wladimir gegangen und wir haben einen Omnibus bestiegen. Er hat seine Karte gezeigt zum Zeichen dafür, dass er Frontkämpfer ist und eine freie Fahrt hat. Und der Schaffner sagt, ja, und der auch Frontkämpfer, hat der dann gesagt. Dann sage ich, nein, aber von der anderen Seite. Das spielt heute keine Rolle mehr. So, was habe ich denn hier? Augenblick. So ein bisschen Unordnung habe ich noch. Aber das ist nun mal so. Ich erzähle mal ein bisschen über meine Herkunft und das, was ich in der Jugend erlebt habe.
Ich hatte eine unbeschwerte Jugend in Breslau, bin aufgewachsen. Ja, zum Teil in Zeiten Hitlers, dann 1933, da war ich 11 Jahre alt, kam ja Hitler an die Macht und wir sollten also 1936, 37 wurde mir nahegelegt, in die Hitlerjugend einzutreten. Das habe ich auch gemacht, denn so ein großer Gegner war ich noch nicht. Ich war ja ein Junge. Meine Eltern waren zwar absolut hitlerfeindlich, denn die waren noch konservativer, als es der Hitler gewesen wäre. Der war deutschnationaler und betrachtete die Hitlerleute als Abschaum sozusagen. Passte ihm nicht. Nun, durch einen sehr eigenartigen Zufall bin ich dann um die Hitlerjugend herumgekommen. Ich habe nämlich mit meinem Freund eines Tages, das muss so 1935 gewesen sein, da war ich also 13 Jahre alt, haben wir uns vorne vor unserem Hause eine Packung Zigaretten gekauft für 10 Pfennig, 4 Zigaretten Lloyd, haben die mitgenommen, sind zum Dienst gegangen und waren in Uniform, als wir uns angesteckt haben, mit 13 Jahren. Und wie es das Unglück wollte, kam eine HJ-Streife. Und die waren vollkommen, haben uns die Schulterklappen abgezogen. Und dann bekamen wir einen Brief. Wir würden zur Strafe ein Dienstverbot bekommen. Wir durften nicht mehr zum Dienst gehen und auch keine Uniform mehr anziehen. Einen größeren Gefallen hätte man uns gar nicht tun können, denn auf diese Weise bin ich nie mehr in der Hitlerjugend gewesen. Ich habe mich nämlich nach dem halben Jahr, das verhängt worden war, nie mehr wieder gemeldet und die haben auch nicht nach mir gefragt. Ich bin dann nachher auf warnende Hinweise meines Vaters, wenn du da nicht in irgendeine Parteiorganisation eintrittst, dann hast du später womöglich Schwierigkeiten. Und dann bin ich dann in das NSKK eingetreten. Das ist die Abkürzung für Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps. Der Volksmund hatte aber etwas anderes daraus gemacht. NSKK hieß nur Säufer, keine Kämpfer. Also wir haben einen wirklich zivilen Dienst gehabt. Wir haben eigentlich nur gegessen und die Kraftfahrer hatten alle noch ihre Autos und ihre Motorräder, hatten ihre Jagden und wir gingen eigentlich zum Dienst zum Wildessen in Breslau. So. Daran habe ich also noch eine gute Erinnerung. Wir sind nicht auktriniert worden irgendwie. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand einen politischen Vortrag gehalten hätte. Ja, und dann machte ich mein Abitur an einer sehr alten, der ältesten Schule des Deutschen Ostens, Maria-Magdalene-Gymnasium in Breslau, und wartete nun auf meine Einberufung zum Arbeitsdienst. Aber Arbeitsdienst war also praktisch eine Organisation für junge Leute, die noch nicht eingezogen waren, die aber ihren Dienst am Vaterland erfüllen sollten mit Arbeit. Ich meinte eigentlich mit meinem Freund noch mal ins Gebirge fahren zu können, zum Skilaufen, aber wie es das Unglück wollte, der bekam nach 2 Tagen auch eine Einberufung zum Arbeitsdienst und dann habe ich es mit der Angst zu tun bekommen und habe mich erkundigt bei diesem Arbeitsmeldeamt, ob ich auch mit der Einberufung zu rechnen hätte und habe die Aufsicht bekommen, die Auskunft bekommen,
Was wollen Sie überhaupt hier? Sie sind ja Ersatzreserve 2. Das wurde in römischen Zahlen geschrieben. Zwei Striche. Ersatzreserve 2 bedeutete, dass man nicht voll verwendungsfähig war. Also ich hätte niemals mit meiner Einberufung zu rechnen gehabt, aber das musste ein Fehler gewesen sein. Hat er mir auch gezeigt. Er hat mir gezeigt die Karteikarte, wo ein ganz besonders eifriger Mensch diese römische 2 noch mal nachziehen, diese römische 1, die ursprünglich natürlich da war, nachziehen wollte und den Strich ein bisschen daneben gesetzt hat. Daraus hat er römisch 2 gelesen und ich war los, den Abendsitz, was ein Strich im Leben bedeuten kann. Denn dieser kleine Strich, der zusätzliche, hat mein ganzes Leben verändert. Wie, das weiß ich nicht. Ob zum Guten oder zum Bösen, ist eine andere Frage. Ich bin also nicht zum Arbeitsdienst, habe nur der Poesie und der Liebe gelebt damals. Ja, eine harmlose Liebe, ganz harmlose Liebe, wie das so üblich war bei uns damals. Wir waren noch nicht so reif wie die Jungs heute. Ja, und dann wurde ich also eingezogen zur Wehrmacht. Will ich nicht lange erzählen, zum Fernsprechern und dann zu den Funkern. Das war immer noch im Jahre 1941. Ich wurde angezogen 5. Juli 1941 und kam nach der Grundausbildung dann zu einem Sonderhaufen, der hieß Nachrichtenaufklärungsabteilung. Also wir hatten zum Beispiel, wir mussten russischen Funkverkehr üben im Geben. Die hatten also ein anderes System der Funkvergabe, der Zeichenvergabe. Wir hatten 5er-Gruppen, wir hatten nur 4er-Gruppen. Also das war wurde eigentlich nur bei begabten Hörern und Gebern versucht. Und ich habe das gemacht, aber wir hatten natürlich mit dem echten Funkverkehr nichts zu tun. Wir wurden ja nur ausgebildet. Aber ich musste dabei aber ältere Soldaten, die schon in den 30er, 40er waren, als guter Soldat wurde ich als Hilfsausbilder eingesetzt und musste da sozusagen die auf- und niederstehen lassen. Und das war mir zuwider. Und ich habe gesagt, wie kann ich das, kann ich da bitte versetzt werden? Nein, sagte der Oberleutnant, der uns befehligte, da können Sie sich nur an die Front melden. Und das hat allerdings mit einem Rat meines Vaters, war das in Übereinstimmung, der sagte, pass mal auf, wir sind ja im vollen Vormarsch, wer weiß, wie lange der Krieg noch dauert. Wenn du nicht dabei gewesen bist, wirst du dein ganzes Leben davon Nachteile haben. Na, dann habe ich mir gedacht, na ja, also gehst noch ein paar Monate in die Front, es ist sowieso, wir standen ja schon mitten in Smolensk und mitten in Russland, aber wir hatten Moskau noch nie erreicht. Also ich habe mich einziehen lassen und es ging auch dann sehr bald an die Front. Ich habe da keine besonderen Gefühle gehabt, an die Front zu gehen. Keiner rechnet damit, dass ihn eine Kugel trifft. Man denkt immer nur, man ist der Einzige, der da ungeschoren durchkommt. Auf alle Fälle, ich bin also erstmal mit dem Flugzeug nach Orscha, mit der Eisenbahn nach Orscha, das ist ein großer Verkehrsknotenpunkt, gekommen. Von Orscha sind wir mit Flugzeugen, das zeigt, wie dringend die Geschichte war, an die Ostfront, also an die HKL, an die Hauptkampflinie gebracht worden. Aber uns wurde gleich gesagt, wir kämpfen dort nicht, wir schaufen nur Schnee, damit unsere Truppen besser zurückkommen können. Das haben wir auch gemacht
Und eines Tages aber war angekündigt, ein Offizier, nein, ein Feldwebel der Funkerei, ein Funkfeldwebel. Und da ich ein Funker war, habe ich mich dafür interessiert, denn da hätte ich eventuell in meinem ausgebildeten Genre arbeiten können, sozusagen. Der ist auch gekommen, aber mit Verspätung. Der war den Partisanen in die Hände gefallen und hatte sich gerade noch durch die Flucht und der Hinterlassung seiner Funkgeräte an die Partisanen hat er sich gerade noch mal retten können. Das wäre übel gewesen für den in die Hände der Partisanen zu fallen. Das war ganz besonders gefährlich, in unseren Augen jedenfalls. Und die Ankunft dieses Funkfeldwebels hat uns dann alle zu einer Diskussion angeregt, die darin bestand, zu fragen, lässt man sich, wenn solche Fragen auftreten, lässt man sich dann gefangen nehmen? Wir waren alle der Meinung, wir lassen uns nicht gefangen nehmen, denn was uns dort blüht, dort drüben, das kann man sich vorstellen. Ich hatte noch einen besonderen Hintergrund. Mein Vater war als Landesschütze, der hatte damals so eine Truppe von Veteranen, die mehr oder weniger im Hintergrund, im Rücken, die Ordnung herstellten und auch zur Gefangenenbewachung und zur Transportbewachung und so weiter waren. Mein Vater war Offizier des Ersten Weltkrieges, Hauptmann, und der lud mich eines Tages ein, ein Lager, das er befehligte, in Sagan, in Schlesien, mal anzusehen und mich ordentlich abschrecken zu lassen. Denn in diesem Lager waren Russen, da waren aber nur noch die Hälfte eigentlich am Leben. Die anderen haben da mehr oder weniger vegetiert, kein Dach über dem Kopf. Ein völlig unzureichendes Essen. Meinem Vater sind die Haare zu Berge gestanden. Der wurde gezwungen, als Kommandant das zu vertreten. Das hat er nicht lange gemacht. Der hat sich dann abgesetzt, hat ganz klar gesagt, das ist keinem Menschen zuzumuten und ist weggegangen. So, ich habe aber gesehen, wie die Deutschen mit den russischen Gefangenen umgegangen sind. Und in dem Augenblick, wo ich selbst gefangen genommen werden konnte, war ja nur eine Theorie, in dem Augenblick habe ich daran sehr deutlich gedacht und habe gedacht, na ja, da blüht ja so viel Elend und Katastrophe, dass das also auch schon deshalb nicht ratsam ist, sich in Gefangenschaft zu begeben. Wir haben gesagt, wir haben ja alle noch ein Schießgewehr bei uns, entweder ein Revolver oder ein Dings, und damit machen wir Schluss. Das ist das Bessere, als wenn man sich dann noch in russische Gefangenschaft begibt, wo es immer hieß, die Russen machen keine Gefangenen. Die Russen, die pressen dich aus, entlocken dir militärische Geheimnisse und dann schneiden sie im sehr humanen Falle nur die Kehle durch, ansonsten stechen sie die Augen aus und so weiter. So wurde bei uns die russische Gefangenschaft dargestellt. Dass ich keine Lust hatte, das zu machen, war klar. Also wir waren alle der Meinung, ob meine Kameraden auch in der gleichen Situation später bei mir geneigt gewesen wären und entschlossen gewesen wären, das zu tun, ist eine andere Frage. Ich jedenfalls habe am 21. Januar 1942 das Thermometer zeigte auf 42 Grad minus, bin ich auf einen Horchposten gestellt worden und wir sind abgeschnitten worden, ich mache es kurz, abgeschnitten worden durch eine Skipatrouille der Russen. Wir saßen an einem Waldrand und die kamen durch den Wald hinter uns, aber hatten uns offenbar nicht gesehen, denn die haben nicht nach uns gefahndet. Aber wir wollten natürlich jetzt zurück.
Und waren nun in der Situation, eventuell gefangen genommen zu werden auf dem Rückweg zu unserem Truppenteil. Wir waren nie darüber einig, was der richtige Weg ist, haben uns dauernd gestritten. Und ich habe deshalb mich mit meinem Karabiner 98K etwas absondiert. Und morgens um 10 Uhr, das Ganze hat etwa 10 Stunden gedauert bei dieser Kälte draußen. Und auf einmal kam eine Reiterpatrouille bei diesem Frost. Eine Reiterpatrouille und hat die beiden, die mit mir zusammen auf Horchposten waren, gefangen genommen worden. Ich konnte mich aber im Schnee verbuddeln, habe erst mal Gras drüber wachsen lassen und bin dann aufgestanden, als die weg waren und glaubte, auf dem Weg zu meiner Einheit zu sein. Aber das Glück hatte ich nicht. Es hat sich auch noch herausgestellt, was das Glück ist. Denn nachher, also ich wurde verfolgt und in dem Augenblick habe ich nur noch an eines gedacht, die lange Geschichte lange nicht erzählt. Aber habe ich nur noch an eines gedacht, wie machst du es am schmerzlosesten und am kürzesten? Und ich war auf einer freien Plaine, die umgeben von Wald war, und habe mir am Rande dieses Waldes ein Loch gestampft, habe mich auf den Rand gesetzt, habe mein Karabiner entsichert und jetzt kamen die heran. Der erste war ein alter Mann und hatte, das merkte ich da schon. Und ich habe so gedacht, 5 Meter lasse die rankommen und dann nimmst du die Mündung hier oben hin und drückst dann ab. So habe ich es gemacht. Aber bei 42 Grad Kälte hat ein deutsches Gewehr nicht mehr funktioniert. So, ich verdanke also mein Leben der Unzulänglichkeit der deutschen Ballistik unter Bedingungen des russischen Winters. Ich verdanke das sozusagen dem russischen Winter. Ja, und jetzt kamen die heran. Die haben natürlich gesagt, Ruki werch, Hände hoch. Was wir immer den Russen sagen, zurufen wollten, wenn wir welche Gefangene gemacht hatten. Wir haben wenig Gefangene gemacht. Auf dem Rückzug macht man keine Gefangenen. Auf dem Vormarsch. Und die Russen waren auf dem Vormarsch. Das war die Gegend übrigens Schachowskaja, Wolokolamsk. Wolokolamsk ist bekannt geworden durch einen Roman Wolokolamsker Chaussee, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, ein sehr, sehr bekannter Roman. Und in der Nähe von Wolokolamsk hat sich das abgespielt. So, also ich war meiner Sache überhaupt nicht mehr sicher. Ich dachte, habe ich ewige Leben. Ich bin noch da. Völlige Überraschung und ich wusste mir gar nicht zu helfen, war vollkommen durcheinander. Und dann kam der alte Mann und hat mir erst mal das Gewehr aus der Hand genommen. Ich habe nämlich meine Hände hochgehoben mit dem Gewehr in der Hand. Und der hat mir das irgendwann weggeschmissen und dann hat er mir einmal seine Hand auf meine Schulter gelegt und hat etwas Beruhigendes zu mir gesagt. Etwas, was so heißen könnte, na ja, sei froh, für dich ist der Krieg zu Ende, du kommst nach Hause und alles ist in Ordnung. So habe ich es herausgefunden. Ich konnte ja kein Russisch. Dann wurde ich verhört. Von einer Einheit im Übrigen, die nur aus Schlitzaugen bestand. Das waren alles Mongolen. Die waren aber alle, wie sie da waren, nicht irgendwie feindlich gesinnt. Die waren zum ersten Mal an der Front und haben zum ersten Mal auch einen deutschen Soldaten gesehen und haben gesehen, dass der gar keine Hörner hatte, wie es ihnen möglicherweise erzählt worden war.
Bei uns war ja auch sowas. Auf alle Fälle war der Spätrupp früherer, der mich aufgenommen hatte, der hat mich dann verhört. Er hat kein Wort Deutsch gesprochen, aber aus einem Buch, wo auch Lautschrift drin war, habe ich also dann gesagt. So. Und dann haben sie mich abgesucht. Ich hatte eine Zahnbürste und Zahncreme mit dabei im Brotbeutel. Das hat große Fröhlichkeit ausgelöst. Einer in der Front mit einer Zahnbürste. Und dann hatte ich auch eine unangebrochene Schachtel R6. 24 R6 war damals ein, hatten wir gerade Marketendeware bekommen. Das hat er an sich genommen und hat dazwischen irgendetwas gefragt. Dieser Spätrupp-Führer. Und dann hat er aus der jedem, der den Finger gehoben hat, eine Zigarette gegeben. Die Frage war ganz klar, wer ist Raucher? Und er hat dem eine Zigarette gegeben, das waren so 18 Leute oder sowas. Und vielleicht waren 14 Raucher. Und dann habe ich 10 Stück wieder zurückbekommen. So, ja, dafür verwürge ich mich. Das haben ja oft Leute, denen ich das erzählt habe, nicht geglaubt. Ja, und dann wurde ich zurückgebracht von dem alten Mann, der mich da so freundlich begrüßt hatte. Der war auf Skiern, ne? War eine Skipatrouille. Und der ist vorangegangen und wenn der ein paar Schritte gemacht hatte, stampfte ich durch den tiefen Schnee mit Knobelbechern. Das muss man auch noch sagen. Wir hatten ja eine völlig unzureichende Ausrüstung, Bewaffnung als auch Ausrüstung. Wir haben Übermäntel getragen, einen dicken Wintermantel, aber kein Pelz oder so etwas, Schiffchen und ein Kopfschützer drüber. Dafür hatte Hitler gesorgt oder nicht gesorgt, dass wir da in Russland vernünftig angezogen worden wären. Die haben sich totgelacht über uns, über mich und haben dann mich angefasst, haben gesagt, was ist der Hitler? Samjör, kalt, Stalin. Die waren alle in Pelzmützen und Pelzjacken und was weiß ich und Filzstiefel ausgerüstet. Das war auch hart, bitter zu sehen, wie die sich lustig machten über unsere Fourage. Jedenfalls, ich wurde zurückgebracht und als der alte Mann merkte, dass er, wenn er ein paar Schritte gemacht hatte, ich 10 Meter hinter ihm war, hat er gesagt, so, jetzt kommst du mal her, denn jetzt stellst du dich hinten auf meine Skier, nimmst die Arme auf meine Schulter, hältst dich fest und da kommen wir viel schneller weiter. Das habe ich versucht zu machen, bin aber immer wieder abgerutscht. Welches Vertrauenspotenzial der Mann hatte, mir, ja, sich vor mich zu stellen und gewärtig zu sein, dass ich ihm mit der blanken Faust einen an die Schläfe haue, nach Ort Shatterhand Art und dann seine Skier anziehe und nach Hause fahre, ja. So ist das. Also, dann wurde ich verhört. Wir kamen natürlich an in einem fast zerschossenen Haus. Wir haben ja üblicherweise die Methode der verbrannten Erde angewendet. Wenn wir uns zurückzogen, wurde alles, was noch im Bau war oder was gebaut war, wurde verbrannt. Das waren meistens Holzhütten, damit der Feind keine Übernachtungsmöglichkeit hatte. Also das Haus hatten sie nicht ganz runtergebrannt. Und da wurde ich im Grunde genommen noch mal richtig verhört von einem Kommissar. Der hatte also den berühmten Stern auf dem
auf dem Unterarm. Bei uns hieß das, wenn der in Gefangenschaft geriet, dann war der des Todes. War ein Kommissarerlass, der alle Kommissare zum Tode verurteilt hat, pauschal, was die auch nur gemacht haben, weil sie Kommissare waren. So. Ich bin also da reingekommen und hatte vorher noch gedacht, jetzt hast du den ganzen Schnee da drin. Habe meine Knobelbecher ausziehen wollen, habe auch einen ausgezogen, habe den von Schnee befreit. Und dann kam ein hünengroßer Mensch mit einem Pelzumhang und hat mich angesprochen in Russisch. Warum? Dann hat er, Deutsch konnte er nicht, er hat mich Französisch angesprochen. Französisch konnte ich nicht sehr gut, aber ich konnte ihn gut verstehen. Und auf diese Weise bin ich abgelenkt worden, mir den zweiten Schuh vom Schnee zu befreien. Und dann inzwischen kam dann, kommen Sie herein, eine Dolmetscherin. Und dann haben sie mir erst was zu essen gegeben, angeboten. Da habe ich gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Und da hat der Kommissar der Dolmetscherin einen Wink gegeben, sie soll sich davon was abschneiden, was sie mir angeboten hatten, soll auch was trinken von dem Wasser, was sie mir angeboten hatten. Das hat die gemacht und habe ich gegessen. Erst mal gegessen, denn ich hatte ja über 12 Stunden, 18 Stunden nichts mehr im Magen gehabt. Und dann habe ich schließlich das Glas Wasser genommen und runtergeschüttet. Das war aber Wodka. Dann ging es um die Frage, welche Einheit warst du? Und ich habe gesagt, das brauche ich nicht zu sagen. Laut der Genfer-Konvention ist das also, müssen Soldaten dieses Geheimnis nicht ausschütten. Nun hat er seinen Revolver auf den Tisch gelegt, demonstrativ, und gesagt, wir haben Mittel, sie zu zwingen. Nun habe ich gesagt, na ja. Dann werde ich dir in irgendeinen Bären, irgendetwas habe ich gesagt. Und der hat sofort gesagt, du lügst, sie lügen. Die Dolmetscherin. Ja, wieso? Das ist meine Einheit. Nein, nein, sagte sie, sie lügen. Sie sind in der und der Einheit, das war genau meine Einheit, 7. Panzerdivision, das war die frühere von Rommel. 7. Panzerdivision, 7. Bataillon, 6. Schützenregiment oder was. Genau das, was wahrscheinlich hatten die beiden, die vor mir gefangen genommen wurden, die hatten das ausgeplaudert. So. Also, das war auch ganz schön so. Und ja, und dann war das war der dramatische Teil und dann sind wir drei langsam, schrittweise, etappenweise, jeden Tag so 10 Kilometer nach Osten geführt worden. Dann kam eines Tages ein Wochenschau-Team und die wollten uns aufnehmen. Ich hatte schon mein linkes Bein, war ja erfroren, dadurch, dass das nicht vom Schnee reinigen konnte. Und ich habe den Stiefel aufgeschnitten, weggeschmissen und habe mir ein zweites Hemd, das ich auf dem Leibe trug, umgewickelt. Ich machte also einen sehr, sehr deplorablen Eindruck. Und das wollten die aufnehmen für ihre Wochenschau. Wie elendig liegt die deutsche Armee dort durch die russischen Ebenen sich bewegt. Das haben die auch gemacht. Nun, wir durften nicht auf der geräumten Straße gehen. Es war ein Weg, nicht etwa gepflastert, ein Weg. Und wir wurden also in ein Feld geführt und mussten dann in diesem Feld ganz, ganz tief im Schnee warten. Und ich habe das bei dieser Gelegenheit habe ich das einem russischen
Filmteam erzählt. Und dieses Filmteam hat dann die Quelle herausgefunden, welches Filmteam das war, 1942, und hat mir die Aufnahme, die damals gemacht hatten, überspielt. Ich habe mich also damals im Jahre, mit 20 Jahren, habe ich mich noch mal wiedergesehen. Die gibt mir jetzt noch den nötigen Schwung, aber Augenblick mal. Na, wie war das ja? So, eine kleine Pause muss ich machen. Das können ja dann die mit dem Schnittbeauftragten, können das ja dann rausschneiden. So. Was hast du für Zeitfenster geplant? Was haben Sie jetzt noch zu erzählen? Wie Sie da ich bin noch nicht mal längst nicht bei der Hälfte. Längst nicht bei der Hälfte. Aber nehmen Sie sich auch etwas. Wasser habe ich noch für Sie. Wollen Sie kein Wasser trinken? Danke. Ah, wunderbar. Ah, ein Bergkirch bei mir, habe ich gerade gestern entdeckt. Aber das muss jetzt weg hier. Vorsicht, das Bier. Bierverhunzung. Gut, ich war glücklich. Nein, das lassen wir hier und Sie machen das wieder. Nehmen es wieder weg, damit das nicht da drauf kommt. Auf die. Muss nicht sein. Nee. Aber hier, sowas könnte man machen. So, ich war also dabei zu sagen, wir sind ein Todesmarsch beinahe gegangen. Und auf diesen Todesmarsch wir waren ursprünglich 4 Leute und da ist einer in meinen Armen dann gestorben. Achso. Ist noch nicht. Jetzt können Sie. Ja. Also den Todesmarsch gegangen? Also diesen Todesmarsch, man kann es nicht direkt sagen. Es ist ja nur einer von 4 gestorben dabei. Wir sind jedenfalls angekommen. Es war entsetzlich, ich denke heute noch ganz, ganz konkret daran. Wir haben eigentlich nur Sucharie bekommen, also Hartbrot, und konnten uns unseren Durst löschen an den Brunnen, die aber völlig vereist waren. Und wenn man den Eimer an das Ding setzte, dann klebte ein Teil der Lippe an dem Eimer. Wir hatten also alle völlig blutige Münder. Aber wir sind durchgekommen. Aber auf diesem Todesmarsch, muss ich sagen, habe ich mir eine Lungenentzündung geholt und hatte auch eine Dysenterie. Wir sind angekommen in der ersten Station der Eisenbahn, die Russen schon wieder nach Westen verlegt hatten, und sind verladen worden in einen großen Güterwagen, so ein 60-Tonner, kriegten zu dritt zugeteilt einen Sanitäter. Der Sanitäter war nicht bewaffnet, was ich nicht verstehen kann. Wir hätten ja ausreißen können, aber uns war die Kraft wahrlich genommen. Auf alle Fälle hat er uns immer auf einem Kanonenöfchen schöne Sachen gebraten und gekocht. Und wir fanden das fantastisch, wenn man Appetit hatte. Aber ich hatte keinen Appetit mehr. Ich habe das. So. Dann sind wir in Moskau angekommen, in einer Vorstadt von Moskau. Und dort war ein großer Eisenbahnknotenpunkt. Und wir sind in das Haus der Dispatcherin. Das heißt also, der Rangiermeisterin sind wir eingewiesen worden und haben dort auf blanken Boden gelegen, 3 Tage lang. So, das war sehr übel. Aber dort habe ich meine ersten russischen
Worte aufgenommen und habe dann gefragt, was heißt denn das? Immer, sluschei, sluschei, hör mal. Gut. Und nach 3 Tagen kam, das war etwas, was ich nie vergessen werde, kam eine Luxuslimousine angerauscht mit einem Chauffeur in Uniform. Diese Luxuslimousine hatte außen, war ganz in weiß, das war ein Sis Zavod imeni Stalina. Also eine Autofabrik namens Stalin. Die hatte den, das war so für die Großkopferten, ne? Hatte das, sollte uns abholen. Die waren ganz weiß und hatten ein rotes Kreuz auf den Scheiben und einen roten Halbmond für die Mohammedaner. Ja, und bitte einsteigen. Wir wurden so eingeladen wie die Großkopferten der Nomenklatura. Und das war wunderbar. Der Chauffeur, der fuhr uns nun mit allen möglichen Umwegen, wo es noch irgendwo eine Sehenswürdigkeit gab, ist der hingefahren in Moskau. Wir sind über den Roten Platz gefahren und was weiß ich, hat uns immer gezeigt, als wenn wir Touristen wären. Zweimal haben wir den Fluss Moskwa überschritten, nur wir hätten dann gar nicht über Schritt reiten müssen. Wir hätten da bleiben müssen, aber der wollte uns halt vieles zeigen. Und deshalb hat er uns immer wieder rübergebracht. So. Und dann gelangten wir an in einem Riesenkrankenhaus. Das war aber voll gefüllt mit Verwundeten und Erfrorenen, russischen Rotarmisten. Und wir haben da erst lange gewartet, ehe sie sich mit uns beschäftigten. Aber die haben gesagt, naja, ihr seht ja, wie hier ist. Die haben unser Verständnis dafür haben wollen, dass wir sie dort nicht unterbringen können. Und statt einfach zur Tagesordnung umzugehen, sagen, weg damit. Ne? So. Aber wir sollten noch ein Bad bekommen, ein warmes Bad. Nun hatte ich aber den Fuß verbunden. Es war ja alles Schmiere. Diese Blasen vom Erfrorenen, die konnte ich ja nicht in Wasser tauchen. Ich hatte ja auch mein Ding, das haben sie schön ausgepackt, haben es neu verbunden und haben, was haben sie gemacht? Sie haben das an einem Flaschenzug, haben sie das Bein hochgebunden, sodass ich das vom Wasser nicht berührt bekomme. Welche Umsicht, welcher Aufwand. Aber nachher kam es also, sind wir vom Himmel in die Hölle gekommen. Uns wurde gesagt, ja, wir müssten jetzt mit einem anderen Ort verliebt nehmen. Wir sind in einen Keller gekommen. Möchte ich nicht so sehr viel davon erzählen. Da sind auch noch 2 gestorben in diesem Keller. Da waren nämlich auch schon neben uns 3, die wir dazu kamen, waren bereits 14 oder was, waren schon da und haben ganz matt überhaupt nur noch geredet. Die waren schon halb im Jenseits. Und wenn wir uns das angeschaut hatten, da haben wir gemerkt, wir sollen da auf Liegen, sind unsere Betten und da der ganze Boden etwa mit 30% Wasser angefüllt war, mussten diese Liegen alle auf Ziegelsteinen, auf mehreren Ziegelsteinen untergebracht werden. Und wir kriegten alle Gummistiefel. So. Es war so, in diesem Keller lief ein Heizungsrohr durch und das war Leck. Und das hat sich an dem kalten Mauerwerk niedergeschlagen und ist dann runtergetropft. Und so war das also. Wir haben praktisch in einem See übernachtet.
Und da ist mir dann, ich weiß, ich kriegte hohes Fieber. Und dann sind mir die Sinne geschwunden, wie man so schön sagt. Und aufgewacht bin ich in Wladimir in einem weißen Bett. Im Hospital der Roten Armee. Mit meinen beiden anderen und die anderen auch. Wir waren da 17 Menschen. 17 Menschen, die wir dort neben den Russen dann gelegen haben. In anderen Zimmern. Nicht direkt im gleichen Zimmer, aber immerhin, wir haben so. Und das war, da öffnete sich auf einmal der Himmel. Da wurden wir behandelt, im Prinzip so wie die Russen selber auch. Die haben uns so wie die eigenen Leute behandelt. Zweimal Visite den Tag, manchmal auch vom Chefarzt. Und dann hatten wir eine sehr ganz entzückende Ärztin, die sehr verhalten ihre Sympathie für uns bekundete. Und die natürlich dann, die von uns Schneewittchen genannt wurde, Sigurdschka. Sigurdschka, so. So, also wir wurden vielleicht nicht ganz so verpflegt wie die eigenen Soldaten. Aber wenn es Fisch gab zum Beispiel, dann kriegten wir jeder etwa 5 oder 6 Köpfe, Fischköpfe. Und die hatten ja ihr Gehirn und es war hoch eiweißreich, war viel besser als das Fleisch von den Hühnern, was die Rotarmisten kriegten. So, also dann wurde auf uns losgelassen ein Kommissar, der hatte dafür gesorgt, ein Politkommissar, der hatte dafür gesorgt, dass in ein Riesentransparent in unserem früheren Klassenzimmer, in unserem Krankenzimmer jetzt also, aufgehängt wurde, tot den deutschen Faschisten. Und da oben sagen sie tot und unten pflegen sie. Aber das war der Kommissar und das unten waren die Ärzte und die Schwestern. Im Übrigen, bei der Gelegenheit, es ist wunderbar, ich habe meinen 95. Geburtstag oben im Schloss Atzensberg verlebt und habe dabei einen unerwarteten Besuch bekommen. Der Peter Steger, ich habe es schon mal erwähnt, der ist gekommen mit dem Bürgermeister der Stadt Wladimir, dem Oberbürgermeister der Stadt Wladimir, Sergei Sacharow. Und ich habe ihm das schon früher, bei früherer Gelegenheit, bei meinem Besuch, habe ich ihm erzählt, wo ich gelegen habe. Und da hat er gesagt, da war meine Großmutter Schwester. Meine Großmutter war in diesem Hospital Schwester. Vielleicht hat sie dich auch behüschert. So, mir ist es aber schlecht gegangen. Ich hatte mehrere Krankheiten. Und ich habe dann auch nichts mehr gegessen. Und ja, und so kam es, dass ich einen Vorrat von Brot immer unter meinem Kopfkissen hatte. Und mein Nachbar, der auch Hunger hatte wie alle anderen, waren ja nicht alle so appetitlos wie ich, der hat mir eines Tages gesagt, du bist doch ein Idiot. Du teilst jetzt dein Brot bei uns auf. Du kommst doch sowieso nicht mehr nach Hause. So, und ich habe gesagt, was hast du gesagt? Na, da hat er das nochmal wiederholt. Und dann habe ich erst gemerkt, in welcher Situation ich bin. Wahrscheinlich habe ich diesem Grobian mein Leben zu verdanken. Auf alle Fälle. Wir haben dann die ganze militärische Entwicklung in Afrika haben wir mitbekommen, nicht durch offizielle Stellen, sondern wir hatten Friseurinnen, die haben uns immer gesagt,
wie, wo die Deutschen in Afrika stehen und dass wir schon, dass die Japaner in Singapur gelandet sind und so weiter. Das hörten wir von dem Kommissar nicht. Und wir hatten uns dann überlegt, Mensch, wenn die Japaner, und wir haben ja auch noch mal einen Vormarsch gemacht 1942, wir sind ja noch mal vorgegangen. Also für uns war der Krieg noch nicht verloren damals. Insbesondere deshalb, wenn man als Gefangener ist, dann denkt man natürlich an die Bestmögliche nicht, dass wir den Krieg verlieren und dann noch mal einen auf den Kopf kriegen, sondern vielleicht gewinnen wir den Krieg. Und dann haben wir uns das ausgemalt, wie dann eine deutsche Delegation uns übernehmen wird und so weiter. Völlig verrückt, aber das hat uns ein bisschen wieder aufgehört. Der Kommissar war ein ganz harter Bursche. Der hat uns also die Front immer als ganz besonders eindeutig für die Russen dargestellt, obwohl das nicht immer im Frühjahr gar nicht der Fall war. Und wir hatten, der konnte natürlich auch nur Russisch, und wir hatten einen Kameraden dabei, der hatte den ganzen Unterkiefer weggeschossen gehabt, aber konnte noch reden. Konnte noch reden und war ein Pole, war ein Deutsch-Pole. Und das war der Einzige, der etwas slawische Sprache konnte. Ja, und? Der sollte übersetzen, der hat aber gar nicht übersetzt, sondern der hat alles das, was der erzählt hat, der Kommissar hat er zur Kenntnis genommen und hat gesagt, du bist ein Trübetümpel, das ist alles Lügen, was du erzählst. Und er hat sich an uns gewandt, nicht? Und er hat so getan, als wenn er übersetzte. Ja, sagt er, gut, gehen wir weiter übersetzen. Seine Schimpfkanonade. Also, es gab auch Lustige. So, ja, was gab es denn sonst noch? Langsam, an mir haben sie damals die russischen Heilmethoden angewandt. Die haben da Schröpfgläser, weiß nicht, ob Sie das kennen, ja? Schröpfgläser angesetzt, weil eine Lungenentzündung mit violette Zeug haben sie mir gegeben. Auch Alkohol, reinen 55% in Alkohol habe ich bekommen. War nicht durch eine russische Kehle gerollt. Auf alle Fälle, wir sind allmählich dann alle doch gesund geworden. Und auch diejenigen, die etwas eher gesund waren, wurden nicht etwa auch eher entlassen, in Arbeitslager geschickt, sondern bis der letzte transportfähig war, sind wir zusammengehalten worden. Ich kann nur sagen, das war eine solche Anständigkeit, eine solche Humanität, die ich auch ganz, ganz jedem, der es hören will, der es nicht gerne hören will, verklickere. Und deshalb habe ich mich auch sehr bald, noch nicht in diesem Lager, da war ich ja unter Deutschen und die Russen waren in der Minderzahl. Wir hatten Aufwartefrauen, ja? Friseure, der Koch, der kam noch und kannte aber auch kein Deutsch. Und ein Wort hat er gekonnt, Nudeln, hat er dann gesagt, im Eimer, Nudeln. No. Aber da konnte ich eigentlich noch nicht darauf rechnen, da Russisch zu lernen. Auf alle Fälle bin ich dann in ein Arbeitslager gekommen. Und da kam ich vom Himmel in die Hölle. Aber diese Hölle war nicht bedingt durch mangelnden guten Willen der Russen. Das muss ich ganz deutlich sagen. Die Russen sind auch gestorben dort. Wir waren dezimiert im Winter 42 auf 43. Wir waren ursprünglich 1500 Mann in diesem Lager 75 bei Ufa. Im Ural oder im Vorgebirge des Urals.
Und dann waren es noch 700. Und wir wussten, die haben nichts. Die haben keine Medikamente, die haben auch nicht genügend Lebensmittel und so weiter, selber nicht. Also, dann bin ich dort nachtblind geworden. Nachtblind heißt, kein künstliches Licht mehr als solches erkennen. Da bin ich blind. Und da man immer 6-7 Mal nachts raus musste auf die Toilette, lange Gänge gehen musste, war das eine Tortur. Dann kam im Februar, dann kam Stalingrad. Februar 43 war beendet. Und zu gleicher Zeit hatte aber nichts damit zu tun. Wir hatten nur immer gedacht, da ist irgendein Zusammenhang. Dann kriegten wir auf einmal amerikanische Verpflegung. Die Amerikaner hatten ja im Rahmen des Pacht- und Leihgesetzes, Land and Lease hieß das im Englischen, hatten die den Russen sehr viel Lebensmittel, Waffen, Ausrüstungsgegenstände und so weiter geliefert. Das wissen die Russen und damit macht man ihnen. Also ich kann nur sagen, das war anständig von den Amerikanern. Nur die Russen haben es offensichtlich nicht alles so eingesetzt, wie es gedacht worden wäre. Denn wir kriegten von diesem für die Rote Armee bestimmten Kontingent, kriegten wir etwas, weil wir der Roten Armee unterstanden. Da haben die gesagt, die sind ja hier unter uns, dann kriegen die das auch. Natürlich reine bürokratische Anschauung. Das haben wir 14 Tage bekommen. Ich kriegte durch die Butter, die ich bekam, kriegte ich meine Nachtblindheit auf einmal weg. Nie wieder welche gehabt. Und wir haben also der Lieferant des Schweinefleisches in Dosen hatte auch noch meinen Namen, Morell. Das aber nur nebenbei. Auf alle Fälle habe ich dann mal einen Kommissar gefragt, wie können die Russen uns mit dem Besten, was sie von den Amerikanern kriegen, dann auch noch verpflegen. Das gibt es doch. Ja, das ist so der Schlendrian. Ihr seid auch Rotarmisten. Ja, so. Ja, und in diesem Lager. Wie lange waren Sie da in dem Lager? Bitte? Wie lange waren Sie in diesem Lager? Anderthalb Jahre. Nachher wurde das etwas besser. Eben nachdem diese amerikanische Verpflegung waren die Toten nicht mehr so zahlreich. Und einer aber ist mal ausgebüxt über den, hat einen Schuss vom Wachposten bekommen in den Arm und ins Bein und dem musste das Bein abgenommen werden. Und ohne irgendwelche Hilfsmittel, mit einem Schwalbenschwanz. Hier, zack, zack, zack. Und ich war 3 Meter davon entfernt, nur getrennt durch eine Mauer, durch einen Bretterzaun. Wie der geschrien hat, aber das war nachher, der ist nachher so verwöhnt worden, das war der bestgenährte Mensch bei uns. So. Also das waren schon sehr, sehr dunkle Zeiten. Und eines Tages haben sie bei mir Anzeichen für TBC festgestellt, also für Tuberkulose. Das haben sie mir gesagt und haben mir gesagt, ich würde jetzt in ein Spezialhospital eingeliefert für lungenkranke Kriegsgefangene. Sowas hatten die. Ich bin in dieses Hospital gekommen. Es war auch wieder eine ehemalige Schule in Morzhga bei Kasan. Kasan ist eine Republik für, wie heißen die? Mit dem Halbmond.
Moslems. Mit den? Moslems. Moslem, Islam. Ja, Islam. So, aber das hat damit nichts zu tun gehabt. Wir waren jedenfalls 18 Nationen dort. Alle, diese Nationen waren alle Gefolgsleute von Hitler. Und hier konnte ich das erste Mal mich ein bisschen um die Sprache kümmern. Die Schwestern waren auf den Gängen der Schule. Ich komme schon vorbei. Hallo, Herr Boll. Sie können da ruhig mal, wenn Sie Lust haben. Ah, der hört ja nicht. Der hat nichts mehr. So, die Schwestern machten immer einen Plausch nachts. Die hatten ja nichts zu tun am nachts, wenig jedenfalls. Und stellten sich an die Heizung in den Gängen. Und ich stellte mich dazu und habe mit denen versucht zu palavern. Ne? Und so habe ich die ersten russischen bekommen. Aber das genügte mir alles nicht. Ich habe dann regelmäßig die Politinformationen eines Kapitäns, eines Hauptmanns also, besucht, der nur in Russisch die militärische Lage erläuterte. Und da wusste ich nicht, Platzdarm und was. Alles für mich fremd, aber ich habe dann immer mehr so versucht zusammenzureimen, aber ich merkte, dass das bringt nicht viel. Und dann gab bei uns in diesem großen Hospital gab es einen Chefdolmetscher. Der hat alle Sprachen, die dort gesprochen wurden, fließend gekonnt. Ein Dr. Friedmann aus Budapest. Ein Genie. Und ich wusste aber, dass dieser Mann von seinen Artgenossen, der war nämlich Jude. Wir waren dort mit vielen Juden zusammen. Diese Juden waren früher die Hilfsarbeiter, Zwangsarbeiter der Ungarn gewesen. Und als die Rote Armee die Ungarn überrollte, da haben die Juden gleich mitgefangen genommen. Nicht etwa befreit, weil die ja vorher nichts waren, sondern die haben sie mitgefangen genommen und haben sie dann da in dieses Ding gesteckt. So, und diese Juden, weil sie ja polyglott waren, weil sie alle die Sprachen konnten sie ja, die da, und Deutsch sowieso, die waren alle unsere Stubenältesten in den deutschen Stuben. Und wir wollten das nicht mehr. Wir standen unter dem Kuratell dieser Juden, die haben auch uns schikaniert und wollten uns natürlich heimzahlen, das, was sie erlebt hatten. Aber unsere ganzen Versuche, mal einen deutschen Stubenältesten zu installieren, gingen alle erfolglos aus. Und deshalb habe ich diesen Chefdolmetscher, der ja auch ein Jude war und der unter dem Kuratell der seiner Artgenossen stand, der hat gesagt, wehe, du sagst jemanden, du hilfst jemandem bei der Aneignung der russischen Sprache. Das darf gar nicht sein. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nie so direkt machen und habe gehört, dass er ein Hobby hat. Er hat nämlich das Hobby, aus der Hand zu lesen. Ein hochintelligenter Mann, aber aus der Hand gelesen. Und ich habe mich dafür interessiert. Und der hat mir auch den Monat gesagt, an dem ich nach Hause kommen werde. Ja, so ist das. Das hat dann gestimmt sogar, oder? Das hat dann, ja, um einen Monat. Um einen Monat hat es nicht gestimmt. Der hat mir gesagt, September, ich bin aber schon im August gekommen. August 49. Wie bitte? Ging das dann, wo Sie freigelassen wurden? Wie ging das? Wo Sie freigelassen wurden, wie ging das dann? Das kommt nachher noch. So, auf alle Fälle war der großzügig. Er hat gemerkt, ich interessiere mich für sein Hobby. Und dann sagt er, kannst du mal mitkommen? Immer in der Mjordvichas,
in der Ruhestunde mittags, das war Sommer 1944, in der Mittagsstunde 1944 haben wir uns in den Schatten unseres großen Hauses ins Gras gelegt. Und da hat er meine Fragen beantwortet, die ich vorher aufgeschrieben hatte. Was heißt das? Was heißt das? Der hat mir keinen Unterricht gegeben, aber der war sozusagen mein Lexikon. Und das hatten die dann auch, meine Kollegen, gemerkt, haben nochmal einen Anlauf gemacht, mich als Stubenältesten einzusetzen. Und da haben die wieder gesagt, ihr habt ja keinen. Sagte, doch, wir haben einen hier. Und dann wurde ich einer großen Prüfung unterzogen. Dann wurde ich einer großen, gewaltigen Prüfung unterzogen, auch in medizinischer Hinsicht. Ich musste ja bei der Visite dolmetschen. Und das habe ich bestanden. Und seitdem war ich Stubenältester, aber ich habe das bitter bereut, denn meine deutschen Kameraden, die wollten nun auf diese Weise, die wollten ihre Macht mal zeigen. Endlich ist ein Deutscher dran, da haben wir ja den Zugriff. Und die haben also alles gemacht, was ich nicht wollte. Ich konnte mich nicht durchsetzen, weil die gesagt haben, ja, stimmen wir ab, hier die Demokratie und so weiter. Also es das größte Problem war die Essenverteilung. Da gab es verschiedene Suppen, die wurden von denen dann perfektioniert. Die wurden kategorisiert. Eine Kartoffelsuppe mit Fett, Kartoffelsuppe ohne Fett. Und jede Art von Suppen, es gab glaube ich 15, wurden festgestellt, hatte dann ihren einmaligen Anfang und dann ging es beim nächsten Mal, ging es dann die Reihe rund. Oh, nö, gar nicht. Ja, und das hat mir so gestunken, dass ich die Sache hingeschmissen habe. Nee, mehr. So. Wir wurden in diesem Hospital alle 3 Monate geröntgt. Hier drin. Und bei mir ist das Wunder geschehen, dass ich tatsächlich, das bei mir zwar noch, die Kavernen sieht, aber keine offenen mehr. Das waren, sind nur noch Narben. Ne? Naja, ich habe mich damals sehr auch eingesetzt für die kulturelle Seite. Ich habe einen Chor gegründet und naja, also alles nicht so. Ich habe einen sehr guten Freund gehabt, auch ein Schlesier, mit dem ich mich sehr gut ausgetauscht habe. Und dann haben sie nachdem die mit mir dann immer auch Russisch gesprochen hatten, ohne dass ich noch Stubenältester war, haben sie mich eines Tages gefragt, ob ich mich in einer antifaschistischen Schule ausbilden lassen wollte. Da habe ich gar nicht viel überlegt, denn ich war so eigentlich zugetan, auch den Russen, nachdem alles, was die für mich getan hatten, die hatten nichts Böses mit mir getan. Auch das, was ich gesehen hatte, das war keine Absicht, wenn es schlimm wurde. Diese Toten, die waren nicht auf sagen wir mal, mangelnden guten Willen oder was, oder Böswilligkeit zurückzuführen oder gar zu einer Mordlust oder so etwas, sondern die hatten selbst nichts. Wir haben ja gemerkt, auch im Ural, die Leute draußen, die haben zum Teil, ja, die haben geheult vor Hunger. Und wir hatten aber unsere 400 Gramm, mindestens 400 Gramm Brot, wenn es später auch noch 600 Gramm Brot, wir hatten auch Hunger, aber längst nicht so elementar wie die Russen selber. So, also eines Tages bin ich da und gut, da kann man jetzt sehr viel erzählen. Ich bin also in eine antifaschistische Schule gegangen, habe da mit prominenten Leuten
Bekanntschaft geschlossen. Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht und was weiß ich, die sind nicht dauernd da gewesen, aber die kamen immer wieder. Und die, wie heißt sie? Ibaruri, die Starkommunistin von Spanien, die war Lehrerin an einem spanischen Sektor. Und wir haben da also, ich muss sagen, das war eine ernsthafte und eine ernsthafte Schule, die mir manche neuen Aspekte gegeben hat. Natürlich war das eine kommunistische Schule. Unter dem Namen Antifaschismus ist uns natürlich der Kommunismus gelehrt worden. Und als ich dann soweit war, die Schule zu verlassen, wurde ich auch als Propagandist eingesetzt. Nicht sehr geachtet und sehr geliebt von meinen Kollegen, das ist ganz klar. Aber ich glaubte, auf der richtigen Seite zu sein. Denn das, was wir auch drüben über den Charakter des Nationalsozialismus gelernt hatten, das war so unglaublich. Und also aus kommunistischer Sicht, natürlich, man kann manches abstreichen, weil es vielleicht parteilich gemeint ist, aber ich war immer mehr gedanklich auf der Seite derer, in deren Gewahrsam ich war. Und ich bin dann nachher selber in eine, das muss man jetzt nicht so breitreden, aber bin dann selber an eine Schule gekommen, als Lehrkraft, als Lektor, also als Vortragender Rat, als Lektor, als Lehrer und zum Schluss als Schulleiter. Und habe dann natürlich mit meinen damaligen Kollegen da ein sehr, sehr schönes und interessantes Leben gehabt, diesen Unterricht aufzuziehen für, das waren ja alles Schüler, Kriegsgefangene, die freiwillig Ja gesagt haben zu dieser Schulung. Ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass wir nicht einen einzigen wahrscheinlich zum Antifaschisten gemacht haben oder überzeugt haben. Die sind halt dahin gegangen, weil sie dann nicht zu arbeiten brauchten. Vielleicht auch mal einen Schlag Suppe mehr hatten. Ja? Aber die Thematik, das Ziel, über Hitler aufzuklären und dafür zu sorgen, dass das nie wieder so etwas passiert, das war mein Anliegen. Und deshalb habe ich mich immer richtig gefühlt, auch und gerade unter dem Regime der Russen, denn die haben uns nie irgendwie reingefuscht. Die haben nie gesagt, ihr müsst das machen, ihr müsst das behandeln, ihr müsst jenes machen und ihr müsst es so darstellen oder sowas. Wir durften das machen, wie wir das für richtig hielten. Wir haben also vollkommen freie Hand gehabt. Das hat mich natürlich auch noch sehr gut berührt. Und wir hatten jetzt komme ich so langsam zum Ende, wir hatten ein ganz reges Kulturleben in unserem Lager. Es war ein sehr großes Lager in Gorki, das heutige Nizhny Novgorod. Ach, so. Wir haben dadurch einen besonderen Status gehabt, dass ein Fronttheaterbesatzung zu uns kam. Die kamen aus dem Baltikum, waren da auch gefangen genommen worden, waren alles Sänger und Cellisten, Violinisten und so weiter. Die kamen bei uns ins Lager und die Russen haben ja immer etwas für Kultur übrig. Die haben die auch sofort freigestellt von der Arbeit und die haben uns nur bespielt. Und so haben wir also eine Operette nach der anderen dort aufgeführt. Natürlich mit den weiblichen Rollen, Männer in weiblichen Rollen.
Das spielte aber keine Rolle. Und wir haben immer dabei, die Direktoren der Betriebe, für die wir arbeiteten, und auch die Kommandanten unserer Wachmannschaft haben wir immer eingeladen dazu. Die sollten ja mal sehen, was wir da so auf die Beine stellen. Bis die dann mal gesagt haben, nach einem Jahr, das war so 1947, jetzt müssen wir euch mal was zeigen von der russischen Kultur. Und haben also in der Zwischenzeit hatte ich auch, ich war also Leiter der Schule und war außerdem noch Chefdolmetscher. So, dann haben die gesagt, ja, wir kommen also dann und dann mit einem großen Ensemble für Lieder und Tänze. Und dann außerdem noch sind einige Solisten dabei vom Theater. Gut, das macht mal. Ja, und außerdem, du musst dann übersetzen. Da kommt ein Dolmetscher, nein, da kommt ein Ansager und erklärt die ganzen Nummern und du musst das ins Deutsche übersetzen. Naja, die kamen also rein, zwei Busse kamen da rein und da ich nicht wusste, was dieser Ansager zu übersetzen hatte, es könnte ja sein, dass das ganz altrussisches Sprachmaterial ist, das ich nicht kenne, habe ich gesagt, ich muss mich erstmal mit diesem Manne zusammensetzen und mir sein Programm ansagen lassen. Und also, die machten die Tür auf von dem Bus, sagen, wo ist der Ansager? Komm. So. Also immer noch weiter. What? Da ist der Ansager. Nur ist Konferencier im Russischen sowohl männlich als auch weiblich. Konferencier. Es war ein bildtypisches russisches Mädchen. Jana. Mit Jana bin ich heute noch in Verbindung. Das ist deshalb, dieses Kissen ist mir geschenkt worden zum 95. Geburtstag. Aber ist mir geschenkt worden aus Anlass eines Theaterstückes, das Freunde von mir, denen ich meine Geschichte erzählt hatte, für mich geschrieben und mit einem russischen Gymnasium, mit den Gymnasiasten einstudiert hatten. Und mit diesem Theaterstück sind die in der ganzen Sowjetunion rumgefahren. Ich war der, nicht der Wolfgang Morell natürlich, sondern ich war Alexander. Ich war also Sascha. Das ist die Gruppe hier. Vielleicht wollen Sie das extra nochmal. Ja. Ja, gut. Zeigen Sie es nochmal. Achso, okay. Nochmal dran. Gut. Der rechts oder was? Welcher sind Sie? Ich bin. Ja, der Junge ist mein Schauspieler. Okay, genau. Nein, der Rechte bin ich ja. Genau. Und da ist mein Schauspieler, der hier. Der hier. Mit dem bin ich auch noch heute in Verbindung. Und das ist schon nach heute. Ich bin doch zur Premiere bin ich rübergefahren. Zur Premiere bin ich rübergefahren und habe nicht nur Wladimir besucht, unsere Partnerschaft, sondern bin gleich 200 Kilometer weitergefahren. Habe ich durch eine Freundin, die hat mir ein Auto zur Verfügung, mit Chauffeur zur Verfügung gestellt,
habe ich sie im 90. Lebensjahr dann gesehen. Und das war unser Wiedersehen. So. Wie ging es dann weiter? Ich muss noch vorher sagen, ich habe ja etwas vorweggenommen, das Theaterstück. Dadurch ist das also nochmal in einer ganz großen, in einer wirklich sehr, sehr schönen Weise verbreitet worden, diese, ja, 1947 begonnen, bei den Theateraufführungen von mir als Dolmetscher, von mir als Ansagerin, haben wir uns kennengelernt und wir waren 2,5 Jahre, haben wir ein wunderbares Verhältnis gehabt. Aber wie das damals war, ohne irgendwelche Intimitäten. Sie hat sich einem Fernsehmann, der hat das aufgenommen hier, als ich kam, war das Gorkier Fernsehen zu vertreten. Und dem hat sie gesagt, ja, der hat mich immer nie gar nicht genügend geküsst. ja, gut. Ja, also ich habe eine wunderbare Zeit dann zuletzt gehabt, verliebt gewesen, sie auch. Und sie war in Dorets Kulture, im Kulturpalast, hatte sie zwei Kurse zu geben, nämlich Kurse für Akkordeonspielen, für Kinder und für Tanzen. Beides konnte sie. War eine sehr kulturell beflissenes Mädchen. Und wir haben also alles das, was ich heute an Liedern und ja, an Musik weiß, habe ich eigentlich von ihr. Ich kann vieles noch heute von A bis Z durchsingen, wie zum Beispiel «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты». So, damals, also möchte ich es aufhören. Dasselbe haben wir zusammen gesungen nach der Melodie von Glinka. Nur mit dem Singen ist es heute nicht mehr ganz so dolle. Deshalb lasse ich das lieber. Aber ich habe sehr viele Gedichte, Tolstoi, Lermontov, Pushkin, die kommen in meinem Leben vor. Ja, und ich muss jetzt nun langsam zum Ende kommen. Wie haben wir es denn eigentlich überhaupt? 3 von 4. Ja, naja, das ist genau die 2 Stunden, die ich gedacht hatte. Oder das Video zum Schluss. Bitte? Oder das Video dann zum Schluss, hat sie gesagt. Das? Also sind wir noch nicht fertig? Nein, wie gesagt, er muss jetzt mal zum Schluss kommen, dass okay, du aufhältst. Okay, habe ich falsch verstanden. Augenblick. Der muss ja nach Hause kommen. Ja, dieses Theaterstück, das muss ich also sagen, war ein ganz wichtiger Baustein für unsere Partnerschaft, die jetzt 25 Jahre existiert zwischen Wladimir und meiner Heimatstadt Erlangen. An dieser Partnerschaft habe ich auch selbst mitgearbeitet, aber die damaligen Initiatoren sind alle heute nicht mehr am Leben. Und so bin ich jetzt also die einzige Auskunftsquelle noch über diese Zeiten und ich denke eigentlich daran, auch noch weiter
mich zur Verfügung zu stellen, denn ich fühle mich noch durchaus in der Lage, ein paar Jährchen noch dran zu hängen. Diese Partnerschaft hat eine sehr große Bedeutung, nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für einen großen Teil der deutschen und russischen Bevölkerung. Sie trägt zur gemeinsamen Bewältigung der Herausforderungen bei, vor die uns jetzt auch die weltweite Pandemie gestellt hat. In dieser Situation sind unsere Völker aufgerufen, Feindschaften zu begraben, so eng wie möglich zusammenzuarbeiten und gemeinsam die tödliche Gefahr für Leben, Gesundheit, für wirtschaftliches Gedeihen und Kultur abzuwehren. Bei dieser würdigen Gelegenheit möchte ich heute am Jahrestag Ihres Sieges all derer gedenken, die auf beiden Seiten das höchste Gut, ihr Leben, geopfert haben. Danke.